So, das hier, das ist der Rathausplatz, ja, in Valencia. Und das hier ist der, hier ist das Rathaus hinter mir. Ein wunderschönes Gebäude. Glitzert in der Mittagssonne. Wir haben eine Wahnsinnstemperatur. Wir haben 25 Grad. Ja, da kannst du in Deutschland jetzt lange nachsuchen. Wir haben 25 Grad, haben perfekte Sonne und es ist einfach nur herrlichst. Es ist einfach nur herrlich. Es ist nicht umsonst meine Lieblingsstadt. Man hat alles zusammen hier. Strand und Großstadt. Man ist mit der U-Bahn in 20 Minuten ist man am Strand. In 20 Minuten. So. Das ist einfach nur genial. Das ist und bleibt genial. Ja. Du hast die typisch spanische Atmosphäre. Du hast hier Sonnenschein ohne Ende. Sonnenschein ohne Ende. Wunderschöne, wunderschöne Gebäude, die in der Sonne glitzern. Es ist alles da. Es ist alles da, was man braucht. Sonne, Sonne, Sonne. Sonne und Ruhe. Gut gelaunte Leute. Es passt einfach. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Hier ist das Kulturinstitut der Stadt Valencia, ne? Die kümmern sich natürlich auch um Restaurants. Ay, Quatsch, Blödsinn, um die Museen meine ich natürlich. Ja. Und ja, die Gebäude sind alleine schon, also es ist bemerkenswert, ja, was hier es ist bemerkenswert, und das ist auch das, was ich an der Stadt hier schätze, diese
Fülle an Gebäuden, an alten oder an älteren Gebäuden. Es ist wirklich spitzenmäßig. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist und bleibt meine Lieblingsstadt. Valencia. Es ist und bleibt meine Lieblingsstadt. Das 10. Mal in meinem Leben bin ich jetzt hier. Das 10. Mal. Gut, die Baustelle hier ist nervtötend, aber trotzdem. Das 10. Mal bin ich hier und ich weiß immer wieder warum. Ich weiß immer wieder, warum.